So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory 4. So, in der letzten Folge haben wir ja hier die Schweinchen in den Stall gebracht. Und hier hängt noch ein Kabel rum, was hier gar nicht hingehört. Jetzt schauen wir mal, ob sich hier drin was schon angelagert. Was sehen meine schönen Augen? 13 Enderpearls. Das ist schon Schmackofatz. Wir tun die jetzt mal hier auch rauspumpen lassen automatisch, damit die da rauskommen. Und jetzt möchte ich mich nochmal mit diesem Deep Learning auseinandersetzen, weil ich glaube, das Problem ist, ich kann mich nicht immer genau erinnern, was da jetzt das Problem war beim letzten Mal. Simulation Chamber. Da schau an, es war genau das, dass wir die Sachen nicht hatten. Simulation Chamber ist ready. Dann schließen wir die. No fucking way. Die Boxen sind schon wieder voll. Okay, vielleicht. Das ist echt viel Scheiße. Ja, ich sollte mal wieder zu Tieren anfangen. Ich habe aber keine Lust dazu. Ich weiß gar nicht, welche Taste war das. Ich habe irgendwann die Taste herausgefunden. Ich weiß nicht mehr, welche Taste es war. I, O, X, P, T, R, T. Irgendwo war es doch. Ich will die Taste wieder haben. Die war super. Ich muss die irgendwo aufschreiben. German Inventory. Drop, Swap. Kishler, Applied Energistics. Learning, Quinky Chinese, Chill and Bits, bla bla bla. Construct Hammer, Ender Utilities, Fancy Blocks, Find Me, Search Neighbor Inventories for Items. Okay, sollte man probieren. Sort Item, Mittelklick. Ah, ich hab's auf Mittelklick gemacht. Das höre ich ja schon viel besser. Ja. Ich habe ein paar viele Sachen, die das Leben schöner machen und die ich vielleicht mal wieder aussortieren sollte. Und ich muss gucken. Zuckerrohr zum Beispiel habe ich irgendwie sehr, sehr viel. Hier habe ich noch Bone Anchors und Ting Anchors, ein paar Tin und so Zeugs. Hier auch wieder Zinn und Silber. Okay, vielleicht sollten wir dann auch mal endlich mal das andere Projekt in Anlauf nehmen. Kann ich hier die Fluid vielleicht ein bisschen verschieben? Das Fluid-Ding hier. Fluid-Cable mal ein paar Zentimeter umbauen, umleiten lassen. Dann können wir nämlich hier das Kabel abreißen. Und nicht die Wand abreißen. Ja, okay, wird schon überleben. Dann müssen wir hier die Kabel austauschen anfangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wird sehr, sehr lustig, das sage ich euch jetzt schon. Storage. Cables. Fuck, dadurch, dass das. Oh Gott. Sheet. Auch Wood. Alle zurück. Gott. Dann machen wir jetzt mal eine Chest. Ein paar Chests kann ich rein. Die wieder zurückwandeln. Nein, kann ich nicht. Schade. Ich will einfach eine Chest machen. Das sind ein paar Kisten nochmal. So, Dankeschön. No, jetzt habe ich. Oh, das ist echt nicht gut. So, okay. Und jetzt hat. Muss ich da draus Storage Cable machen? Storage Cables. Mit diesen. Diese
sind auf 0 gestellt und sind auf 0 geblieben. Also Plan war eigentlich nicht unbedingt nochmal zu erweitern, aber aus aktuellen Umständen wird das jetzt gemacht. So. Und ich brauche die Plastikdinger hier. Zurück wieder hier hin. Und bring auch ihn hier zurück. Und Iron, habe ich kein Iron mehr? So. Ich brauche wieder Platz, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Schön. Ist es vielleicht ein bisschen blöd, es genau auf die Weise zu lösen. Aber ich habe total vergessen, dass es einen Grund gab, dass ich so Gas gegeben habe. Mit dem restlichen Zeug. So, ich kann jetzt irgendwie wahrscheinlich den hier anziehen, oder? Ah, oder nee, den hat man einfach dabei. Okay. 64 Iron brauchen wir dafür noch. Gut. Noch eine Kiste. Die Kisten werden hier leider auch wiederum sehr schnell voll. Aber da sehen wir jetzt dann auch, was wirklich, sagen wir mal, ja, fehlt. Fehlt kann man ja eigentlich gar nicht sagen. So, aber wenn wir noch eine Chest machen, sind wir gleich für die nächsten paar Minuten auf jeden Fall safe. Das Ding hat 288 Slots, das sollte doch reichen. Aber ist halt am Ende alles doch irgendwie Platzverschwendung. Holy Shit. Sehe ich hier gerade, dass wir insgesamt 31 Enderpearls schon haben? You say what? 42 Enderpearls. Oh, ist das cool. Oh, schön. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug? Ah, damit kann ich bestimmt viel machen. Bestimmt. Bestimmt. So. Jetzt kann ich gleich auch hier nochmal nachhauen. Sind wir fürs erste Mal ein bisschen gesaved. Gut. Mein Plan war mal, die Simulation Chamber einfach zu probieren. Bedeutet, wir schließen jetzt einfach schnell mal hier an. Please insert Data Model to be. Und dann brauchen wir das Data Model System hier. Wir schnappen uns jetzt Basic. Wir schnappen uns mal einfach das Zombie Model hier. Cannot begin to missing Polymer Medium. Was ist ein Polymer Medium? Missing Polymer Medium. Wo ist denn das blöde Buch? Da, hier. So. Machine Simulation Chamber. Basic Polymer mehr Clay. Ich hab kein Clay mehr. Where is the rum? Where is the clay? So. Und dann machen wir noch ein bisschen. Und jetzt fehlt uns angeblich Gold. Oh, ich habe noch kein Gold mehr gemacht.
interessant. Okay, dir fehlt Polymerkel. Launching Runtime 1.7. Literation 1. Loading Model from Chip Memory. Assigning Thread Level. Engaged in. Ah, jetzt krieg ich dieses Overwolian Meta-Zeugs hier. Und verbessert das das Ding hier? Data collected. Ja, das sammelt sich. Ich krieg den Can be consumed for experience. Aha. So gut, dann lassen wir das doch mal ein bisschen laufen einfach. Und schauen währenddessen, dass ich erstmal mein Inventar wieder cleane. Weil ich habe hier doch dann Steine gesehen. Das ist jetzt wieder weg. Die brauchen wir nicht. Da haben wir auch nicht. Den Glowstone brauchen wir gerade nicht. Die Storage Slings auch nicht unbedingt. Dich jetzt gerade auch nicht. Und die Energy und die Fluid Cables. Und das Plastik auch nicht. Der arbeitet sich jetzt dadurch und versucht sozusagen dadurch Loading Model from Chip Memory Assembling Thread Level Engaged Enemy Prestige Reducement. Okay, 5% Chance haben wir, dass wir wahrscheinlich was extra, neu anderes extra kriegen von dem Ding. Und ja, aber lass uns mal durchlaufen, schauen was passiert. Ich würde gerne so weiter hier machen. Hier der letzte Stand, was passiert ist. Schau mal. Add Applied Energy Sticks. Ich habe hier so leere ME Dinger, Storage Houses. Und ich muss wahrscheinlich mal wieder 1K Dinge machen. Genau, von denen habe ich ganz wenige aktuell. Deswegen habe ich wahrscheinlich die im Inventar liegen. 4 Stück davon. Machen wir Flux Crystals. Und mir gehen die Flux Crystals so ein bisschen aus. Flux Crystals. Metallic Infusion. Merlin Crystal Chunks. Merlin Crystal Chunks. You know what I need. So. Gut, jetzt gehen wir nochmal das Ganze durch, einfach damit ich immer wieder den Ablauf einfach weiß. It applied. Energy Sticks. Wir machen die One, dann machen wir die 4K-Dinger. Die brauchen diese Calculation Processor. Genau, und das Quartz Glas. Wir wollen immer Redstone. Aus denen machen wir dann, wenn wir die 4K haben, die 16K. Da brauchen wir dann Glowstone. Zum Glück haben wir Glowstone. Und dann die 64K. Da findet sich nichts. Also brauchen wir ganz viel Quartz Glas. Zum Beispiel in dem Fall jetzt halt noch Quartz. Ah ne, die muss ich wahrscheinlich erst noch in den Manufacturer hauen. In dem Fall. Ist dann hier draus. Ah, nee, okay, das war was anderes. Quartz Glass. Okay, es war in der Art so. Jetzt haben wir halt dann wieder Silicon. Ist auch nicht schlecht. Kann ich wieder Silicon Presses machen. Aber aus dem Rest will ich doch irgendwie lieber was anderes machen. Quartz Glass. So, jetzt sind schon mal 40 mehr. Wir brauchen ja trotzdem noch tonnenweise. Wie viel Enderpearls? Enderpearls. Holy shit, 51 Stück. Das ist nicht schlecht. Also ich würde sagen, das ist nicht schlecht. Was sagt ihr dazu? 14 Stück? Quartz. Glas.
24, jetzt haben wir schon mal 79, das ist schon mal ein Anfang. Gut. Dann, wie wird es der da drüben? Der ist durch mit der ersten Iteration. Die zweite Iteration. Und dann geht's wieder auf Applied. Und dann machen wir weiter welche von denen hier erstmal. Aber wir brauchen immer ordentliche Mengen. Dafür, und für die brauchen wir das ja dann gar nicht mehr. 4K sind zum Beispiel 7 Stück wieder. So, 4K und dann brauchen wir noch die 16K. Wo sind denn die 16K jetzt wieder hier hin? Das sind die 16K. 2 Stück, bleibt mir fehlt eine wiederum in dem Fall. Ist die Frage, könnte ich das automatisieren? Sicher. Ist das eine gute Idee, das zu automatisieren? Ich glaube ja irgendwie nicht. Also, dass ich das mal vielleicht automatisiert, dass das da das automatisch mache, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber dass ich den kompletten restlichen Prozess automatisiert, damit ich immer mehr Speicherplätze habe, ist vielleicht in der aktuellen Situation nicht die schlauste. Also, denke ich. Bin mir aber auch wiederum nicht sicher. Weil je mehr ich natürlich automatisiere vollkommen und das die ganze Zeit weitermacht, desto weniger weiß ich, wie viel ich gerade verbrauche. Wie viele Iterations sind wir jetzt schon? Bei 41 von 48. Bedeutet ein 6 Mann. Oh, Christine's Zombie Matter. Christine's Zombie Matter, ja. Das werden wir auf jeden Fall aufbewahren. Ja, da steht dann, wie viel Iteration noch fehlen in dem Fall. Das ist interessant. Wie gesagt, ich finde es auch toll, dass ich so ein bisschen erforschen kann hier und ein bisschen gucken kann. Da sind Mods, die ich teilweise noch gar nicht kenne, wie den hier Mod, den Mod hier. Da muss ich natürlich auch immer wieder so ein bisschen gucken und probieren und schauen, wie das funktioniert. Und das ist natürlich ganz praktisch. Ich glaube nicht, dass du auch zum Roboter werden kannst. Das müsste ich mir aber nochmal anschauen. Du bist fertig, so wie es anhört. Dann kriegst du gleich die nächste Ladung. Aber wir brauchen halt echt massenweise, damit wir diese 1K-Einheiten bauen können. 1K. 1K. Oh, jetzt sind uns die Goldnütten ausgegangen. Add, applied. Applied, so. Jetzt sind uns die Logic-Dinger losgegangen, ne? Hier, die Logic-Presses. Gold mit Redstone und Silicon. Silicon with Gold. Ich hatte doch irgendwo eine Goldpresse, oder ist die mittlerweile leer? Scheint so. Gold, Silicon, Redstone. So, 38 davon wieder. Das reicht ja schon mal, dass ich wieder ein paar Vierer machen kann. Sogar einige Vierer, holy. Dann machen ein paar 16er. Zwei Stück. Dann sollte sich eine 64er ausgehen, oder? Yes! Ein 64er Modul, dann nehmen wir hier eins von denen. Ein 64er Modul hier rein. Perfekt. Gut, dann tun wir das schon mal oben wieder reinsetzen. Vielleicht tue ich es doch automatisieren. Gib den kleinen Bereich oben, unten in den Produktionsraum. Weil wir 4 drin. Ist natürlich ordentlich, ne? So. Aber ich will mehr. Ich will eigentlich mehr. Eigentlich hätte ich gerne mehr. In dem Fall. Ich weiß auch nicht jetzt gerade, welche Version das von Applied Energistics ist. Denn wenn ich mich richtig entsinne, verhalten sich alle ein bisschen anders. Das werden wir dann in dem Fall sehen. Ich hoffe halt nicht, dass es die schlimme Variante ist, sozusagen. So. Kommen schon mal weiter. Langsam geht's voran. Langsam und sicher und stetig.
Die bekämpfen sich gerade gegenseitig, auch nicht schlecht. So. Jetzt ist es ein Advanced-Teil und jetzt brauche ich jetzt 300 Data Collection-Teile. Insgesamt. Jetzt haben wir wieder eins von diesen Pristine-Dingern. Langsam führt's doch. Es muss halt 300 Mal durchlaufen, damit es die nächste Stufe erreicht. Aber das ist doch schon mal etwa. Also es funktioniert und es läuft und es ist da. Es startet. Das ist cool. So. Du bist auch schon wieder durch. Dann werden wir dich jetzt mal abbauen. Oder können wir einen zweiten Metallic Infusion machen, weil ich würde gerne den behalten für Sachen, die ich basteln will. Metallic Infusion oder so. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da. Den da. Was hier für Eisen? Ich lagere das ja in den ganzen Blocks, deswegen verschwindet das so schnell wieder. Zack, zack. Reicht einer? Es reicht hoffentlich einer. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Quartz ich mittlerweile habe. Aber ich glaube nicht allzu viel. Quartz Anchors, Quartz Resin. Der wird noch nicht automatisch gleich verwaltet in dem Fall. Aber ich würde sagen, wir machen dafür jetzt eine eigene Kabelbahn wieder. Mich graust ja jetzt schon davor, das Ganze in Zukunft wieder umzubauen. Aber ja, das wird halt alles nochmal dann. Vielleicht machen wir auch so, dass das sozusagen ein System ist, was alles in ein System droppt und dann übernimmt das Restsystem. Aber wir müssen ja auch wieder die Kombination dann aktivieren, die wir aktuell haben. Bedeutet, am Ende bleibt ja nichts anderes übrig, wie das Ganze einfach nochmal zu machen. Gut, wir machen, weil wir eh genug Platz haben und ich jetzt hier nicht am Platz sparen werde, hier die Abzweigung rein. Kann ich nicht oben lang irgendwie? Das wäre viel cooler. Auf dem riesen Produktionsgebiet hier. Shit, okay, nee. Ich hätte wenigstens den Stromanschluss machen können. Oh Gott. Komm. Na komm. Das soll das erste reichen. Zukunft, ich kann sich dann damit weiter abquälen. Okay, jetzt müssen wir hier noch die zweite wichtige Verkabelung machen. So, Vorteil ist, ich kann jetzt einfach so lang laufen. In Ruhe, dann funktioniert das schon. Na komm. Alles wird gut. Perfekt. Das hat schon mal einiges gebracht. Jetzt muss ich noch den Stromteil anschließen. Und dann können wir hoffentlich das Ganze automatisiert nach außen bringen. Wir brauchen ja dafür den Stromkonverter und den ganzen Murks, damit das alles gescheit funktioniert. Das ist jetzt gerade nicht passiert, oder? Das ist mir jetzt gerade nicht passiert. Dann unten rum. Scheiß drauf. So. Dann
Schließen wir doch als erstes hier vorne unter dem direkt den Metallic Infuser an. Ich weiß jetzt gar nicht, wenn wir jetzt hier direkt nehmen, ganz vorne. Das ist der Metallic Infuser Platz. Oben kommt der Strom direkt runter. Und dann brauchen wir natürlich wieder Cables, und zwar einmal die Export und einmal die, wo sind sie denn? Habe ich keine Import-Cables mehr? Doch, da aber auch nicht mehr viele. So. Export und Import-Cables. Das bringt sich hier sogar noch was. Das ist jetzt ein Export und ein Import-Cable. Dann brauchen wir die normalen Kabellos. Die jetzt dahinter einfach runterfahren. So. Importieren will ich Redstone Blocks und so Zeugs. Redstone Blocks und Merlin Teile. Export Cable. Was denn jetzt hier? Infuse Purple. Wert ist Import Dark. Dann tut er das rein. Okay, also wir werden dann hier hinten noch ein Export Cable machen. Dass die hier importiert. Denn das dann hoffentlich? Oder ist es? Es ist die Frage nicht, wo ist was? Output, Input. Fuse, dann könnte das jetzt vorne oben sein. Jetzt hat. Okay, und dann nimmt der Export bitte die Dinger hier auf. Und der hat noch keine Speed-Upgrades und so Zeugs. Deswegen reicht es aktuell aus. Aber der soll natürlich auf jeden Fall mal Energy und so Upgrades kriegen. Speed Upgrade. Jetzt fehlt noch das Energy Upgrade. Wo ist es denn? Ich muss die wieder erkennen, das ist der andere Scheiß. Wo ist es denn? Da, hier. Erstes Mal die rein. One of Eight. Bedeutet, das Ding wird energieeffizienter. Ich könnte auch Muffling einbauen und so Zeugs. Was gibt's denn noch? Filter Upgrade, Muffling, Gas Upgrade, Anchor Upgrade, Speed Upgrade. Aber an Städten gibt's halt noch ein Speed Upgrade. Das Ding von der Geschwindigkeit her noch besser wird. Und dann können wir nicht davon ganz viel noch machen. Zack. Sollten wir hoffentlich noch hinterherkommen, aber wohl, jetzt hat das schon gleich fertig. Ja, kommt gut hinterher. Jetzt nochmal nach Applied Energistic gucken. Ja, schade. Jetzt sind da schon 100 Stück drin. Was will man mehr? So, jetzt wird es dann nicht ein ganz anderes Spiel. Dadurch, dass es alles hier anhängt, muss ich mit dem Umbau jetzt ein bisschen anders umgehen.
die die Sachen noch drin? Wenn nicht, wäre das ein bisschen scheiße. Gut, dadurch, dass wir... Ich lasse mal hier ein bisschen Platz noch. Und setze jetzt den Energy Adapter hier hin. Und lass dann da ein Kabel runterlaufen. So. Ja, dann können wir hoffentlich. Soll ich denn oben drüber laufen? Machen wir es oben drüber, würde ich sagen, genau. Dann brauche ich immer hier zwischen mindestens so einen Abstand. Für Import und Export. Cool, die haben es behalten. Dann brauchen wir die Käbelchen. Und die jetzt laufen mit oben drüber, wenn sie es schaffen, angezeigt zu werden. Das wird eine Riesenfabrik, wenn man so anschaut. Aber dementsprechend haben wir hoffentlich auch viel davon am Ende. So, jeder braucht einen Import und einen Export. Und ich hoffe, es geht nicht wieder nach Richtung, weil ansonsten kill ich alles. Wenn ich jetzt sage, ich brauche hier einen... So, was bist du noch? Du, bei dir kam Quartz-Ding raus. Ich glaube, ich habe einfach so... Haben wir den einfach hier. Printed Calculation. Lass mich mal kurz gucken. Ah ne, da kam was ganz anderes. Never Quartz Crystal. Grandios. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal mit dem ersten an. Was ist hier drin? Hier ist ein Inscriber Logic. Inscriber Logic, das wird doch wahrscheinlich so für das Ding hier sein, oder? Inscriber Logic, genau, da braucht ein Gold Ingot. Gold Ingot sollte ja nicht jetzt Problem gerade sein für uns. Gold Ingot. Gold? Nicht Golf. Golfen tun wir wann anders. Gold Ingot. Oh, das wird aber auch schon knapp, das ganze Zeug. Wenn ich das hier reinlege, fängt er damit an. Gut. Wenn ich jetzt hier sage, ich brauche einen Stored Exporter für Gold. Und dann brauche ich einen Storage Importer für die Dinger hier. Macht der was? Oder hat der wieder eine Logik, wo das herkommen muss, damit das da reinfließt? Weil wenn ja, dann drehe ich durch. Also das kriegt er auf jeden Fall schon mal raus. Da ist der Puff weg. Aber er kriegt das Gold nicht rein. Muss es dann von hinten rein. Gold. Ist das unten? Okay, wir müssen mal kurz eine kleine Umleitung bauen. Ich muss checken, woher das Gold rein muss. Don't do that to me, don't do that to me. Das heißt, ich muss alles eins hochsetzen. Ruhe, ich habe zu tun, ich muss Kabel verlegen. Und es leckt gerade. Jetzt Gold. Oder ging es die ganze Zeit nicht, weil das ganze Gold schon eventuell im Inventar habe?
Stop, what are you doing? Das wäre jetzt die dümmste Lösung. Das ist jetzt weg, okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich auch kein Gold mehr hier drin, ne? Ach, leck mich doch, das hat funktioniert. Hä? Ah, jetzt ist da, okay. Können wir die abbauen. Gut, dann funktioniert schon mal die. Die Logik funktioniert schon mal. Dann können wir die das Gold wieder zurück tun. Dann wird es verarbeitet. Perfekt. Also du warst der mit diesem Pure Crystal Zeugs. Das machen wir mal anders. Du bist der Combinator. Bei dir kommt das ganze Zeug dann zusammen und dann... Du kriegst Inscriber Silicon. Leute, hier brauchen wir einen Import und Export für das Silicon-Zeug. Ah, liegt genau unter dem letzten Punkt. Cool. Habe ich noch ein bisschen Silicon? Silicon. Habe ich noch. Gut, perfekt. Wir nehmen mal die Hälfte. Ah, nee, scheiße, das ist ja fertig, ist Silicon Press, ne? Ah, verdammt. Das ist doch bescheuert. So, warte mal. Ah, Silicon habe ich hier nochmal so gemacht, ne? Hier tun wir noch ein bisschen was crushen. Gut. Schon mal ein Anfang. Im Grunde, was wir jetzt ja hier machen, ist es großteils zu automatisieren, was wir dann für Applied Energistics brauchen. Und dann hoffentlich in Zukunft automatisiert sowas zu produzieren. So, das ist das Export-Cable. Der haut jetzt hier rein, perfekt. Der exportiert es, perfekt. Dann sollten die jetzt auch automatisiert gepresst werden. Dann haben wir hier noch die Dinge. Da kommt auch ein Storage Export Cable. Storage Import Cable. Aber das ist jetzt sozusagen ein bisschen, naja, nehmen wir es. Komplizierter würde ich es jetzt nicht nennen. Aber anders. Dadurch, dass jetzt ja hier mehrere Ingredients rein müssen. Es muss ja hier zum Beispiel das rein, die rein. Es müssen auch die hier mal rein zwischendurch. Und genauso die Presses. Ich brauche bitte einen schnell. Hoffe ich halt, dass ich sozusagen, wenn ich jetzt das hier sage, dass er weiß, wo es hingehört. Dass er weiß, wo das hingehört. Das hier. Oder auch das hier. Haben wir noch die Diamond-Dinger. Und dann kann ich hoffen, na, von Diamanten habe ich keins. Als ob ich von denen keine mehr habe. Doch da, hier, schaut, da sind doch mal hier drin noch tonnenweise. Und das ist so, ich muss ja die jetzt abräumen lassen. Damit die rauskommen, kann ich hoffentlich mehr hier nachpolen. Hm? Also muss ich eins von denen hier mal nehmen, eins von denen hier. Dann kann der die durchpressen. Aber er scheint es gerade ganz gut zu machen. Wir haben die Silikonpresse, wir haben die Zusammenfügepresse, die irgendwie gerade in alle Richtungen zeigt, dass es presst. Ich glaube, das gehört sogar so gut. Gut. Dann fehlt uns hier nur noch die anderen verschiedenen Formen. Ich glaube, die Inscriber, das ist für dann so Quarzzeugs und alles drum und dran. Nicht für Quarz, das ist für das Diamantzeug, das müssen wir auch noch herrichten. Aber es funktioniert schon mal. Jetzt tun wir die zum Beispiel hier rausnehmen.
Hier direkt rein und dann sollten wir sehen, dass die langsam anfangen wieder zu schwinden. Also wieder Quartz. Level finde ich dann so und auch noch machen, der sich dann in Kombination mit dem darum kümmert, dass die... Wovon letztes für ein Blitz? Dass die beiden hier arbeiten und... Aber Leute, ich sehe schon, wir tun schon 40 Minuten hier schon wieder aufnehmen. Wahnsinn! Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ruhe da oben! Vor allem, der war still. Wo wir dann das hier fertig machen werden, dass wir original 64.000 Teile kriegen. Und wenn es funktioniert, wäre es grandios, wenn wir einen Serverschrank bauen, der über aller Welten ausschaut und massig Platz hat. Weil mit dieser Automatisierung natürlich wird der Serverraum easy peasy lemon squeezy. Und ihr seht schon, ah, er macht jetzt die anderen auch noch, weil er natürlich die Teile dafür hat. Wie schaut es hier aus? Ich will jetzt nochmal gucken. Applied Logistics aktuell. 800 haben wir davon schon. Holy shit. Ich werde den jetzt mal ganz kurz kappen. Weil der ein bisschen zu heftig ist mit der Produktion. Aber ja. Gut, Leute. Das war's. Wenn ihr lasst einen Daumen oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.